Hallihallo, ich bin AC Player und das ist die 10. Folge von Spider-Man. Wir müssen zum Otto. Als Reporter und Herausgeber habe ich immer die Wahrheit gedruckt und jetzt als Radiomoderator sage ich sie. Manchmal tut das weh, aber es ist meine Pflicht, sie Ihnen zu präsentieren. Und die Wahrheit ist, die Stadt ist nicht ruhig, sie ist nicht friedlich, sie ist eine tickende Zeitbombe. Unter der Oberfläche brodelt es, als würde ein hungriger Hai warten. Lassen Sie sich von Spider-Man nicht täuschen. Sie sind nicht sicher. Keiner von uns ist das. Was der labert. Alte Brille. Nachdem ich meine Kräfte hatte, brauchte ich keine Brille mehr. Hab allen gesagt, ich hätte mit dem Geld von Fisks Preis meine Augen lasern lassen. Hat er so hässliche Harry Potter Brille gehabt. So, jetzt warte mal. Da ist ein Verbrechen. Wir gehen jetzt mal dahin. Erstmal. Wir tun ein paar Sachen mal. Erledigen, bevor wir zum Octavius gehen. Wieder mal ein bisschen sammeln und dann. Naja, das gibt uns ja Punkte. Findet ein Verbrechen statt. Der Drogenhandel ist nach Fisk aggressiver geworden. Ich muss ihn ausradieren. Ehrlich gesagt, bin ich kein Fan der Pharma-Riesen. Wow. Vor allem keine Hinterhof. Wow. Kollege. Wollt ihr mich verarschen? Oh. Nein! Spider-Man wurde besiegt. Heieiei. Sind die jetzt weg? Da ist mein Rucksack. Wo ist mein Rucksack? Ach so. Wo ist mein Rucksack? 1072, Bericht über Bewaffnete, die Zivilisten überfallen. Alle Officer bei Hell Stacks bitte bestätigen. Sag mal, bin ich blind oder? Ach, hier. Und ich guck nach oben wie so ein Blöder. Altes Handy. Dieses alte Handy habe ich echt ausgeschlachtet. Was könnte ich alles mit einem richtigen Budget erreichen? Stattdessen suche ich im Müll. Tja, man hat ja keinen guten Job, gell? Keine Ahnung. Jetzt ist es verschwunden. Wir werden hier noch kommen. Geh mal da. Soll ich hier fotografieren, bitte? Perfekt. Ah, okay. So, dann gehen wir da. 1080, wiederhole. Officer, verfolgen Fahrzeug. Haben einen Vorfall bei Longacre. Over. Ich glaube, wir müssen jemanden fangen und jemand schießt schon auf uns. Eine Bodega überfallen, den Eisenspeicher
Oh, bitte, die Hupe spielt Dixie, ja? Ja. Einer. Das ist wirklich. Ah, da ist ja noch einer. Bis dann. Jetzt der hier. Der fährt ja die ganze Zeit im Kreis, gell? Geschafft. Noch mehr? Für Verbrecher haben die wirklich viele soziale Kontakte. Das Zeug klebt. Na. Das war jetzt knapp. Willst du das? Macht nichts. Manhattan im Berufsverkehr ist krass. Da gibt's ja X-Verbrecher, so Schlägerverbrecher, Drogenhandel. Und wie Spidey schon mal sagte, nachdem wir eigentlich Kingpin hinter Gitter gebracht haben, müsste es ruhiger werden, aber anscheinend doch nicht. Da ist mein Rucksack. Vulture, Störsender. Der Störsender, um Vultures Flügel lahmzulegen. Er hat sie danach leider optimiert. Auch ein Gegner von Spider-Man. Verfügbare Einheiten. Möglicher Drogendeal gemeldet. Schon wieder. Hey Jungs, habt ihr Rezepte für das Zeug? Ich weiß nicht, wer das macht. Und er kann uns alle besiegen. Ich verliere sie. Ich muss aufholen. So. Nur so. Jetzt schon wieder seine Verfolgungsjagd. Endstation. Ich muss das beenden, bevor jemand verletzt wird. Jetzt zum Beispiel. Komm, Bremse. Drogenhandel könnte meine meistgehasste Straftat sein. Definitiv unter den ersten fünf. Oder den letzten fünf. Wie auch immer. Halt, da ist ja noch ein Rucksack. Na! Wie komme ich da hoch? Oh Mann, was mache ich denn? Wo ist mein Rucksack? Da ist der. Puh. Lizards Blut. Die Ampulle mit Lizards Blut. Damit mixte ich ein Heilmittel, das ihn in Dr. Connors zurückverwandelte. Leider hat es nicht lang gewirkt. Ja, Lizard war auch ein Gegner von Spider-Man.
So, dann bewegen wir uns zum Dr. Connors. Zu dem Dritt. Was laber ich da? Ich habe gerade von Lizard gelesen, jetzt hatte ich Connors im Kopf. Natürlich zum Otto Octavius. Ich glaube, unterwegs haben wir jetzt nichts mehr. Nein. Möglicher Drogendeal. Nächste Einheit zum Tatort. Vorsicht! Der nächste Officer bitte nach Rosedale. So, und da sind wir schon fast da. So, da. Anzugkraft bereit. Geräte, warte mal. Das hier können wir immer noch nicht. Das auch. Herausforderungsmarken. Wir haben noch keine Herausforderungen. Fertigkeiten haben wir 2 Punkte. Und in was investieren wir? Jetzt mal hier was. Netzgriff schlägt Gegner beim Hochziehen nieder und räumt den unmittelbaren Bereich. Erhöht die Reichweite des Lower Takedowns. Oh, das ist interessant. Das ist hier Einschüchterungstaktik. Lautlose Takedowns generieren sehr viel mehr Fokus. Da brauchen wir 2. Da brauchen wir, ist deine Gesundheit unter die Hälfte gesund, generieren Angriffe schneller Fokus. Das ist auch gut. So. Und jetzt gehen wir zum Otto Octavius. Ah, diese Wissenschaftler. Achso, Karte. Sieht ja ein bisschen aus wie Müllhalde. Genau wie ein echter Arm. Sie denken an das, was er tun soll und... Ja! Hey! Hey! Was soll das denn werden? Die Anlage ist ein Sicherheitsrisiko. Sofort aufhören! Die Ausrüstung ist sehr empfindlich. Das reicht. Ich rufe das Büro des Bürgermeisters an. Peter Parker. Verdammt, wie geht's dir? Wenn man vom Teufel spricht? Mr. Osborne. Oh, bitte. Wie lange kennen wir uns schon? Es heißt Herr Bürgermeister. Sag Norman. Norman. Norman, was soll das hier werden? Die Zuschussvereinbarung beinhaltet strenge Sicherheitsklauseln. Dies ist nicht der erste Verstoß. Das wurde schon geklärt. Von mir? Wir hätten die Ausrüstung längst konfiszieren sollen. Aber ich hatte einen Durchbruch. Oh. Danke für Ihre Dienste an unserem Land. Diese Leute begleiten Sie zu Oscorp Robotics, wo Sie die neueste Prothese erhalten. Kostenlos. Es geht gar nicht um Sicherheitsbedenken, nicht wahr? Ich versuche zu helfen, Otto. Du kannst die Arbeit fortsetzen. In einer sicheren Umgebung. Bei Oscorp. Du warst schon immer der klügste Kopf im Raum. Du hast dich nicht verändert. Kein bisschen. Du dich auch nicht. Hey, Peter. Harry kommt Anfang nächsten Jahres aus Europa zurück. Vielleicht könnt ihr dann das Geschäft starten, von dem ihr gesprochen habt. Das ist doch eine tolle Chance. Ganz ruhig, ruhig. Die haben ja nicht alles mitgenommen. Wir fangen einfach von vorn an. Peter, es gibt kein Wir. Ohne die Zuschüsse der Stadt kann ich sie leider nicht mehr bezahlen. Ich brauche Zeit zum Nachdenken. Ich rate Ihnen, finden Sie einen neuen Job. Leute, habt ihr das gerade gesehen?
Norman Osborn. Böse, böse, böse. Oh je. Und jetzt? Ich würde Doc gerne helfen. Ob ich Harry anrufe? Er könnte mit seinem Dad reden. Nein. Norman würde nie auf Harry hören. Wollte sogar die Gelder für seine Forschungsstationen stoppen. Hey, eine der Stationen ist in der Nähe. Mal sehen, wie es läuft, während Harry in Europa ist. Mhm. Wie kann ich Doc helfen? Ich lass mir was einfallen. Warte mal. Nee, da war nix. Dann sind wir jetzt arbeitslos erstmal. Eieiei. Ich frage mich, ob wir dem Doc jetzt doch helfen werden können. Leute, ich muss mal ganz kurz weg. Bin gleich wieder da. So, ich bin da. Dann können wir wieder loslegen. Es tut mir leid. Es hat bei mir an der Tür geklingelt, musste kurz weg. Da ist es also. Was ich von Bürgermeister Osborn halte, aber Ihre Meinung ist viel wichtiger. Fragen wir den ersten Anrufer. Sie sind live mit J. Jonah Jameson. Hi, ich finde Bürgermeister Osborn macht einen tollen Job. Er hat in der Stadt aufgeräumt und die Wirtschaft angekurbelt. Bei allem Respekt vor dem Amt des Bürgermeisters. Die Polizei hat für Sicherheit gesorgt und Unternehmer haben die Wirtschaft angekurbelt. Ich finde viele Initiativen des Bürgermeisters gut, wie sein Vorgehen gegen Lebensqualität verbrechen. Harry hat mir eine Nachricht dazu hinterlassen, bevor er nach Europa gereist ist. Forschungseinrichtungen entdeckt. Das Lieblingsprojekt meiner Mom waren Forschungsstationen zum Wohle aller. Ich habe sie eröffnet, aber jetzt bin ich weg und Oscorp wird sie dicht machen, wenn sie nichts einbringen. Könntest du sie im Auge behalten? In jeder Station sind Infos für dich. Danke, Mann. Solange sie da sind, lebt meine Mom irgendwie weiter. Naja, ich kann davon nicht die Miete zahlen, aber es hat ihm wohl viel bedeutet. Ich werde tun, was ich kann. Öffne weitere Forschungsstationen in der ganzen Stadt, um mehr Forschungsmarken zu verdienen. Also da sind wir. Oh je, das auch noch. Zum Sammeln. Oscorp auf Konsole zugreifen. Dies ist eine unserer Luftqualitätsstation, die die Schadstoffe in der umgebenden Atmosphäre überwachen. Super wichtig für die Stadt und ihre Bürger, aber natürlich sind ganz bestimmte Firmenbosse wenig begeistert davon, wenn ihr Schadstoffausstoß öffentlich dokumentiert würde. Es gibt hier viele Stationen, die Luftverschmutzung messen. Die Idee ist es, Kontaminanten abzufangen, bevor sie toxisch werden. Unter uns. Oscorp will das verhindern, weil dabei rauskommen kann, dass sie die Luft verschmutzen. Die Menge an polyzyklischen Kohlenwasserstoffen in der Luft ist viel zu hoch und steigt an. Wenn sie weiter steigt, könnten Menschen daran sterben. Die Partikel sammeln sich an Problemherden, wie Mini-Wolken von Smog. Ich schwinge mich durch sie durch und hole Proben. Die kann ich dann analysieren. Das gab es hier vorhin aber nicht. Also ich soll hier nur rumschwingen, oder wie? Da ist eine Smogwolke. Egal wie eklig die sind, ich schwinge mich genau durch die Wolken durch. Die Wolken sind fürs bloße Auge sichtbar. Also muss die toxische Belastung hoch sein. Und hab dich! Hier gibt's ja mehr solche Wolken. Achso, 8 müssen wir, jetzt sehe ich's. Super. Wo ist denn diese Wolke da? Jetzt. Ich bekomme gute
gutes Zeug. Also gute Proben von schlechtem Zeug natürlich. Ah, nicht getroffen. Also, dann rennen wir hoch. Wo ist diese Wolke? Nochmal, warte. Da ist noch drei. Eine. Fühlt sich an, als ob ich direkt am Auspuff hänge. Hey, ich hatte das doch. Ich erschrecke wohl die Leute. Aber das ist ja nichts Neues. Die Giftstoffe stammen von zwei Automarken. Und einem defekten Schornstein. Ich mach lieber Fotos. Hey, jetzt muss ich noch Fotos machen. Hallo? Kann ich schwingen oder so? Dein Gesicht, du selbsternannter Held! Das Licht ist perfekt. Da ist dein Auto. Jetzt? Wieder zurück, oder? Ja. Stopp, stopp, stopp. Gut aus, Spidey. Mein schönstes Schornsteinfoto. Das Umweltministerium übernimmt den Fall. Vielleicht mache ich mir ein grünes Spider-Kostüm für den Tag der Erde. Harrys Station hat eine öffentliche Gesundheitskrise beendet. Oscorp wird kaum Argumente gegen eine Nutzung finden. Stoppe Schocker in der Bank. Spider-Man, Schocker ist entkommen. Jetzt braucht er eine Bank aus. 31. East. Was ist passiert? Ich dachte, er wäre im Kittchen. War er. Aber einer der Wärter ging zu seiner Zelle, ließ ihn frei und gab ihm dann seinen Anzug. Also doch, Schocker arbeitet für jemanden. Was hatte der Wärter zu sagen? Wird ihn gern fragen, aber er ist tot. Wer auch immer hinter Schocker steht, wollte keine Zeugen. Verdammt. Den Sicherheitsvideos zufolge war der Wärter in einer Art Trance. Und vielleicht lag es am Licht, aber es sah aus, als würden seine Augen leuchten. Wie gruselig. Okay, mal sehen, was ich aus Schocker rausbekomme, wenn ich bei der Bank bin. Warte mal, da gibt's einen Turm. Einen Überwachungsturm, das können wir gleich aktivieren, dann werden uns wieder mehr Sachen angezeigt. Und dieser Turm ist ja nicht weit weg von der Bank. Peter, ich habe mich mit den Dämonen befasst. Sie haben das Vakuum, das Fisk hinterlassen hat, zum Aufbau ihrer Machtbasis genutzt. Ein Vakuum, das durch Fisks Verhaftung entstand. Jameson hatte recht. Ich bin an den Dämonen schuld. Was hättest du tun sollen? Fisks Machenschaften ignorieren? Bist du okay? Du klingst noch trübseliger als sonst. Ich bin vielleicht meinen Job los. Die Stadt, Norman besser gesagt, streicht uns das Geld. Oh, Pete, tut mir leid. Wenn Harry hier wäre, könnte er sein Dad zur Vernunft bringen. Ihr findet andere Geldgeber. Eure Arbeit ist zu wichtig. Danke, MJ. Dann bis bald. So, da haben wir jetzt einen Turm aktiviert. Und hier können wir auch gleich Fotos schießen. Gleich daneben. Von was? An alle Einheiten. Bewaffneter Raubüberfall. Verfügbare Offizier, bitte nach Bryant. Over. Weiter für das Gute.
Und da ist ein Rucksack noch. Nein, das will ich jetzt nicht. Aha. Wo ist mein Rucksack? Da hängt der. Spider-Tracer. Ich konnte dem Prototyp des Spider-Tracers nie genug Reichweite geben. Aber ich habe die Technik in meine Netzfallen übernommen. Und da ist sie sehr nützlich. So. Dann gehen wir zu der Bank. Schauen wir mal, was dieser Blödmann da jetzt macht. Da ist auch ein Rucksack. Es wurden Überfälle in der Gegend gemeldet. Da ist der. Herman, lang nicht gesehen. Ich bin zwar kein Anwalt, aber das verstößt bestimmt gegen die Bewährungsauflagen. Ups, wir bleiben wohl eine Weile. Wollen wir Wer bin ich spielen? Nein? Wie wär's mit Daumenwrestling? Nein? Dann halt Boxen. Boah. Wow, die Handschuhe sind jetzt voll digital, was? Wie du meinst. Du willst kämpfen? Kämpfen wir! Mann, wenn ich dich wieder einwuchte, können wir endlich fachsimpeln. Weißt du noch damals? Ich, so jung und dumm. Du, einfach nur dumm. Du redest zu viel. Naja, das ist Ansichtssache. Ich meine, gibt es Standardwerte, wie viel man so reden sollte? Und wer bestimmt das Idealverhältnis zwischen Reden und Nichtreden? Und wie würde man das überhaupt messen? Worte pro Minute? Silben pro Sekunde? Oder geht es darum, wie viele Worte man verwendet, um einen Gedanken auszudrücken? Alles so subjektiv. Ich finde, manche Leute reden nicht genug. Beispielsweise darüber, wer ihr geheimnisvoller Boss ist, für den sie arbeiten. Über solche Sachen. Halt's Maul! Was soll ich denn machen? Bleib stehen! Frag nett! Dann vielleicht! Nee, muss was anderes probieren. Ab die Post! Gut, jetzt kann ich richtig punkten. Warum tust du das hier, Herman? Weil die mich dann umbringen. Boah. Wow. Ei, zu spät. Oder auch nicht. Raus damit, dann helfe ich dir. Du willst mir also helfen? Lass mir einfach das Geld. Nee, so läuft das nicht. Eieiei. Haben wir ihn. Du weißt aber schon, dass keiner mehr Banken nutzt. Reiner Zufall, dass du noch Geld gefunden hast. Weißt du, wie Bankraub heute aussieht? Versuch Daytrading. Das ist voll in. Oh, warte, warte, warte. Oh nein. Oh, komm schon, Herman. Sag mir, für wen du arbeitest. Dann beschaffe ich dir einen Deal. Wenn ich rede, bin ich tot. Die verstehen da keinen Spaß.
Was soll ich machen jetzt? Jetzt? Tatsächlich. Der hat jetzt immer noch nicht genug. Seit wann hast du Angst vor anderen Menschen? Denke, das sind nicht mal Menschen. Unter den Masken könnt ihr alle sein. Ah. Sagtest du Masken? Diese Maskentypen, wofür brauchen die denn das Geld? Weiß nicht, ist doch egal. Nach dem Job hier verschwinde ich. Gib auf, bevor du dir noch wehtut. Okay, fang. Ich glaube. Mit einem Gesicht. Der werde ich gleich wehtun, du Affe. Gib auf, dann können wir dir helfen. Niemals. Du hast ja keine Ahnung. Du Elender. Okay, letzte Chance aufzugeben. Dieses Mal meine ich es ernst. Bleib stehen. Wow. Nein, das darf doch nicht wahr sein. Ich hatte ihn doch schon. Oh. Okay, letzte Chance aufzugeben. Dieses Mal meine ich es ernst. Bleib stehen. Vergiss es. Schnell, 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 schnell. Das war aber alles Spaß. Oh. Das ist deine letzte Chance. Wirklich. Ei! Schnell, 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 schnell! Haben wir es geschafft jetzt? Das hast du dir nur selbst eingebrockt. Geschafft. Schocker erledigt. So wie es aussieht, arbeitet er zusammen mit diesen Maskenmännern, mit diesen Dämonenmasken. Mann, er hatte wirklich Angst. Plötzlich findet man überall diese Dämonen. Ja. Okay, Yuri, Schocker gehört jetzt euch. Gute Arbeit. Im Raft wartet eine Spezialzelle auf ihn. Und dieses Mal sorgen wir dafür, dass er hinter Gittern bleibt. Ach ja, er hat ziemlich sicher für die Dämonenbande gearbeitet. Dämonenbande? Oh, klingt wie eine Daily Bugle-Schlagzeile. Hey, der Bugle ist eine renommierte Tageszeitung. Du meinst wohl Käseblatt. Hab gehört, die haben da ein paar echt gute Reporter. Egal, gibt es noch mehr Meldungen über Dämonen, Leute mit Masken? Ich erkundige mich. Übrigens, wie sehr hast du dort in der Bank randaliert? Das willst du vermutlich gar nicht wissen. Uff, frage ich auch. So, Leute. Schocker war schwer zu knacken. Mal sehen, was in der Zwischenzeit in der Stadt los war. Erkunde die Stadt. Wir beenden jetzt diese Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Falls es euch gefallen hat, abonniert meinen Kanal, schreibt Kommentare, liked. Ich freue mich über euer Feedback. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut und ciao.